selber nicht, was im Programm steht, aber wir werden es gleich haben. Also ich glaube, es ist jetzt so ein Punkt in der Reise erreicht, wo jedem schon die Füße und der ganze Körper ein bisschen wehtun. Und ich denke mir, alle, die sich jetzt ein bisschen bewegen möchten, sollten das tun. Und ich fordere sie eigentlich dazu jetzt auf, weil es geht schon in Richtung Lateinamerika. Und da habe ich mir gedacht, der Bachata ist ja total in Lateinamerika. Und jetzt probieren wir einfach mal, damit wir ein bisschen die Gelenke ein bisschen auch mobilisieren. Probieren wir einfach mal das aus. Und Sie können jetzt mal kurz aufstehen, wenn Sie wollen. Aber nur, wenn Sie wollen. Ja, nicht. Und ich meine, ich muss ja ganz ehrlich dazu sagen, ich bin Weißbrot. Und Weißbrote können mich gut tanzen. Aber ich werde Ihnen jetzt trotzdem den Grundschritt zeigen. Und dann können Sie einfach da oben, also das kommt jetzt von mir, das will ich von niemandem, der Bachata wirklich unterrichtet, also Sie können einmal den Körper so oben besser bewegen, ja? Die Hüften so. Aber gut, zu dem Grundschritt, ja. Es geht in die linke Richtung, also von mir aus gesehen rechts. Also von hier. Also Sie müssen nach links gehen, das ist das Wichtige, oder auch nicht, ja. Aber drei Schritte. Eins, zwei, drei. Und dann der vierte Schritt ist nicht dazusteigen, sondern tappen. Also Pause. Das heißt, das Gewicht bleibt auf dem linken Fuß und der Tap ist auf dem rechten Fuß und wird nur angedeutet. Das heißt, wir machen das jetzt nochmal von der Seite. Eins, zwei, drei, Tap. Genau. Und was in die eine Richtung geht, muss auch in die andere Richtung gehen. Eins, zwei, drei, Tap. So, jetzt dürfen Sie den Oberkörper auch mit bewegen. Eins, zwei, drei, Tap. Eins, zwei, drei, Tap. Eins, zwei, drei, Tap. Eins, zwei, drei, Tap. Genau, ich glaube, Sie haben das wirklich gut drauf. Man kann ja immer Variationen einbauen und in derselben Einheit, indem wir machen 1, 2, 3, Tap, 1, 2, 3, Tap, kann man noch nur einen Schritt machen. Also, simple as it can be, also einen Schritt nur, das heißt, 1, 2, 3, Tap, 1, 2, 3, Tap. In derselben Einheit. 1, 2, 3, Tap. 1, 2, 3, Tap. Variante 2. 1, 2, 3, Tap. 1, 2, 3, Tap. 1, 2, 3, Tap. Gut. Das ist die zweite Variante. Und jetzt können Sie mal mit mir das ausprobieren. Also 1, 2, 3, Tap. 1, 2, 3, Tap. Okay, also Sie können jetzt unter den Einschnitt gehen. Ja. Und wenn man das halt wirklich sexy machen will, was ich nicht kann, es tut mir furchtbar leid, dann schaut das wirklich, wie sexy man kennt. Aber, leider, es tut mir furchtbar leid. Aber ich denke mir, wenn alles, was auch ein bisschen an Geschwindigkeit dazu gewinnt, ist auch interessant. Also müsste man so ein richtiges Tempo finden und auch die richtige passende Musik. Also habe ich mir überlegt, na gut, dann werde ich Ihnen jetzt was vorsingen, vielleicht animiert Sie das dann, was Sie mitmachen. Gut, also es geht schon los. Also, was haben wir für ein Tempo? Und jetzt wäre es eine richtig gute Möglichkeit für diesen Einzelschritt. Das bringt mir ja und dann geht's wieder weiter. Und es geht schon wieder weiter. 1, 2, 3, Tap, Sie können mitmachen. 1, 2, 3, Tap. 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 1, 2, 3